Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Es ist für uns heute soweit. Wir töten einen Runner. Uns wurde zwar von Virgil gesagt, dass das für uns beinahe unmöglich ist. Die scheinen also echt krass zu sein. Aber wir haben schließlich Nick dabei und wir haben eine Powerrüstung an. Also alles halb so wild. Oh, jetzt müssen wir nur noch dem Signal hier irgendwie irgendwo folgen. Also der scheint ja... Schicke Verstärkung in die Lobby von sich da herumtreiben. Sehr gut. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Ich kann auch tragen. Der scheint ja schon ziemlich Action gemacht zu haben gegen die Gunner. Und da oben scheint es auch abzugehen. Achso. Oh. Da draußen. Ihr seid Gunner. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. Ich bin doch nicht gegen euch. Glaube ich. Oh. Das ist nicht der Revolver. Ich wollte einen Revolver. Oh. Ach Gott. Oh ja. Erstmal schön daneben sammeln. Kann das Ding mal aufhören zu piepen? Ich hab's verstanden. Was ist da unten los? Wie viele sind da? Oh, legendärer Gunner. Ah, Raider will ich nicht. Schlechte Idee. Raider-Sachen sind nicht schick und meistens auch nicht so gut. Lass dich nicht von den Geschützen beeindrucken, Nick. Ansonsten baue ich dich um, dann bist du auch so ein Teil. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Warum machen wir das nicht so? Gut gemacht. Ja, weiß ich doch. Ach, wisst du was? Ich mache einfach mal den hier. Oh, da geht auch die Actionmusik gleich los. Die brauche ich! Nee, also wir müssen das Gepiepe ja jetzt nicht die ganze Zeit hören. Wir wissen, wo wir sind, dass wir hier richtig sind. Oh. Jetzt hast du ein Problem. Ja, jetzt habt ihr ein Problem. Hallo? Oh, der lebt noch. Das der ist Runner ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Ostflügel beim Hof gesichtet. Dass das eine Option wäre. Moment. Zweiter Stock sind wir doch auch, oder? Das heißt, das ist doch ganz in der Nähe. It's time to take a weapon for him. Nochmal abspeichern hier. Hey. Hoi. Was? Ups. Nun habe ich dich auf Toilette gestört. Es tut mir leid. Nein, ich wollte nachladen. Oh Gott. Oh hier, who's your daddy? Wo wir gerade dabei sind. Alle Spielzeuge sammeln. Ja, davon wird keine Folge mehr kommen. War für einmal lustig, aber das reicht dann auch. Ich bin da. Hey. Wir haben Verlust. Alles in Ordnung. Es sind Leute verlustig gegangen. Oh nein. Ich glaube, wir sind nicht allein. Hey. Glaubst du echt? Warum? Wir sind wohl nicht allein. Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt duckt er sich. Ausputz erledigt. Treppenhäuser und Gänge verbarrikadieren, falls noch nichts geschehen. Hast du was auf dem Herzen? Ja, warte mal. Wir müssen mal handeln. Suchst du was? Ich habe dir doch meine Waffe gegeben. Du hast keine Munition mehr. Du brauchtest dafür... Ich gebe mal hier auf Munition. Hier Munition. Du brauchtest dafür die Fusionszellen. Davon geben wir dir jetzt einfach mal wieder ein bisschen was. Hier, 357. Gönn dir. Achso, dann muss ich die noch ausrüsten, ne? Oh, hey! Mal sehen, was ich tun kann. Wenn ich habe, was du brauchst. Naja, hast du? Denn du sollst das benutzen. Jawohl. So können wir Freunde werden, Nick. Denn die rechtmäßige Herrschaft ist eigentlich ein ziemlich geiles Gerät. Aber dadurch, dass wir eh nicht so mit Laserwaffen um können, ist das wahrscheinlich eher was für Nick. Ich weiß nicht, wie es bei dem steht, aber ich glaube, bei NPCs ist das eh mal so recht egal. Was ist denn hier los? Wer? Au. Was soll das? Das muss heute nicht dein Todestag sein. Doch, muss. Was explodiert hier eigentlich die ganze Zeit? Gut. Was? Boah, wie viel Gunner hier rumrennen? Vielleicht sollte ich einfach mal... Ach nee,
Leben reicht noch, so auf 70 ist gut. Jetzt was zu essen, wäre sinnfrei. Mein Aufspürsystem ist wohl im Eimer. Kontakt zu Sektoren 2 und 4 abgebrochen. Oh, ein Schloss. Kommt das nur mir so vor oder ist die Musik ziemlich laut? Das war aber nicht entschärfen. Gut, Spitamin brauche ich nun nicht. Ich mache die Musik ein bisschen leiser, das geht ja gar nicht. Audio, Musik. So. Das war gerade ziemlich laut. Freunde, nee. Habt ihr einen Runner gesehen? Hallo? Oh, Nick, du Hund! Moment, war ich hier? Oh, nein. Was zum... Sorry. Los geht's! Oh, es gibt noch mehr. Du hast mich erschrocken. Ich wollte gar nicht schießen. Oh. Das ist die Brücke. Bis dann, oh. Kumpel. Hey. Warum? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch einigen. Okay. Da hatten wir einen dezenten Grafikbug. Scheiß drauf. Darf das Spiel haben, manchmal. So, wo haben wir denn etwas, das uns heilen kann? Nee, die heilen 200, das ist mir eigentlich immer so schade drum. Ach so, ein Ei holen wir uns jetzt hier hinter. Wo? Komm, Nick, wir müssen noch gucken, was es hier so gibt. Ist ja gerade echt mit einem Raketenwerfer auf mich zugelaufen. Was bildet er sich ein? Oh. Es, hallo? Zu Ausgangsposition zurückziehen. Der Runner nähert sich dem Aufzug. Alter. Zurückziehen mal. Hey. Die müssen dir hier doch auf irgendetwas schießen, aber ich sehe keinen anderen Gegner. Ich sehe nur Gunner. Das ist komisch. Nick, lass uns Verstecken spielen. Wo bin ich? Der Runner jagt das Mädchen. Alle sofort nach ganz oben. Das ist ein Befehl. Der Runner jagt das Mädchen? Ja, Nick, dann musst du dir Öl kaufen oder so. Die Gunner hier haben hier einen Haufen Fallen gelegt. Die wollen auch einen Runner fangen. Ach, Quatsch, warte. Die Gunner haben Fallen gelegt, weil sie vielleicht auch einen Runner fangen möchten. So müsste das richtig sein. Ey. Ups. War der freundlich? Ja, so hätte ich es auch machen können. Okay. Muss man auch erst wissen. Oh, Mist. Ganz vorsichtig das Schloss knacken. Na, so, offen ist das Ding. Geschafft. Was haben wir denn hier? Haben wir lecker Sachen? Einen Experten-Safe, den wir wieder nicht aufbekommen, weil ich zu dumm bin. Ah, viel zu dumm. Mit dem wir probieren besser. Ah, so geht doch. Das wär's. Oh, Schrotflintenmunition. Sehr gut. Dann noch ein Einsteiger-PC, den wir ja mal wieder alleine knacken können. Und Schatz ist das Passwort. Nein, gut. Dann ist das Passwort. Nasty Spend? Nein. Makes. Bin drin. Ja, das war gut. Turmsteuerung. So. Deaktivieren. So, haben wir sind die abgeschalten.
Dann haben wir optische Stolperdrahtsteuerung. Die werden wir nicht aktivieren. Safe-Steuerung ist schon. Scheinwerfersteuerung, scheiß ich drauf. Hallo, was verbirgst du da? Man weiß es nicht. Ja. Eine Lupe. Noch kannst du weglaufen. Das ist ein Gunner. Soldat ist statt. Jeder überlebte Kampf. Achso, die Türme haben mich abgeschalten. Ja, also wenn man ein bisschen treffen kann, dann läuft das hier ziemlich gut. Vor allem mit der Powerrüstung. Man hält einfach genug aus. Aber ohne sehe das ganz anders aus. Ich erinnere mich ungern an frühere Begegnungen. Wo das eher semi-optimal lief. So, wie viele Schläge brauche ich, um so ein Geschütz zu zerstören? Ich habe keinen Bock, dafür Munition zu verschwenden. Obwohl. Davon haben wir genug. Dann können wir hier ein bisschen Munition snacken. Wir können gerade mal sowieso die Pistole hier benutzen. Aber so schlecht ist die nun nicht. Und wir haben einfach Munition im Überschuss. Aufzugskontrolle. Sollte da denken die, ich bin der Runner? Ja, wir haben Munition im Überschuss mit dem Ding. Warum dann nicht mal einfach alles verballern? Und ich sehe gerade, dass unsere Powerrüstung mal wieder ein wenig gelitten hat. Leider, muss man sagen. Oh, Nachricht auf Steam. Es müsste theoretisch jemand sein, der nicht zum Team gehört. Ich bin nämlich... Oh, warte mal. Im TS im Aufnahme-Channel. Also müssten die Leute wissen, dass ich aufnehme. Nick, wo bist du? Nick? Oh nee, das wollte ich nicht. Da rein. Ich fühle mich nicht sicher ohne Powerrüstung. Okay, ich habe keine Ahnung, wo Nick ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, der kann ja das Ding hier für uns knacken, aber... Oh, was ist mit dir los? Hey, ich bin ganz Ohr. Kannst du das Terminal entsperren? Schon erledigt. Darf der nicht mitkommen? Ich weiß es nicht. Ein wenig komisch. Dann probieren wir das erstmal so. Vielleicht können wir auch einfach mal ein paar... Na? Ein paar Dings hier rausnehmen. Begriffe. Dann wird das nämlich schon um einiges einfacher. Bevor wir das wieder am Ende machen. Mhm. Ich habe jetzt eine Klammer gefunden, ernsthaft? Da scheint es hier drin noch nicht zu geben, oder? Das ist ja fies. Klar, ist ein Meisterdings, aber... Das ist ja doch schon ein bisschen krass. Sunglasses glaube ich nicht. Concussion, keine Ahnung. Das ist auch nicht. Gladiators. Klingt episch, Nulltreffer, ja, großes Kino. Tja, dann werden wir mal gucken. Was habt ihr gemeinsam? Nein, nein, nein. Ja, du kannst es also nicht sein. So, jetzt haben wir dich, Gladiators. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 nein. Du kannst es also sein. Zwei Treffer. Gut, damit können wir doch schon einiges anfangen. Dann schauen wir mal. Binoculars. Binoculars hat... mit Gladiators eins gemeinsam, wodurch es das nicht sein kann. Conclusion hat mit Gladiators...
Nichts gemeinsam, wie es aussieht. Nee. So auf den ersten schnellen Blick sieht das nicht so aus. Kann es also sein. Was hast du denn gemeinsam mit... Wo ist es denn jetzt da? Mars Malevolent. Okay, bisschen was müsst ihr gemeinsam haben, oder? Also wenn die nichts gemeinsam haben, kann es das ja auch nicht sein. Also mindestens zwei gemeinsame. So, der siebte Buchstabe ist ein L, ist es hier nicht. T, das kann es auch nicht sein. Nein, 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 nein. Die haben nichts gemeinsam. Kann es also nicht sein. Das sind wir schon durchgegangen, oder? Ransacking? Die haben doch auch wieder nichts gemeinsam, ne? Sieht nicht so aus. Doch, das N haben sie gemeinsam. Das A. Cool. Doch, ha. Puh, schwierige Geburt. Aber man schafft ja alles irgendwie. Mit Geduld. Ich bin eher ein wenig überrascht von mir, dass ich das gepackt habe. Da ich sonst so ungeduldig bin. Oh, ich dachte schon, hier finde ich gar nichts. Nee, wenigstens zwei Fusionskerne. Ist aber auch nicht so der Brüller, aber... Ui. Ja, vielleicht gegen den Runner dann doch was Größeres. Nur so mit der Pistole. Na, vielleicht auch noch ein Stimpack reindonnern. Sicher ist sicher, ne? Oh, was haben wir hier? Nicht viel. Nur Müll. Ich kenne das Passwort nicht. Das oh, ist die Wahrheit. Müssen uns beeilen. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte, nein! Bitte, das oh. Musst du nicht tun, bitte! Aber wir gucken uns dann um, ich muss jetzt Leute retten gehen. Oh, hier ist es nicht. Nein. Du da, komm her. Bist du wegen der Synth hier? Sarkastisch. Ich will eine Bestellung abholen. Zwei große Salami und eine Calzone. Der Name ist Fick dich. Wenn du nicht wegen der Synth hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was Richtig. Willst du? Ich will, dein Runnership. Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Kann ich nicht. Och. Hör mal auf mit deinen Spielchen. So, und weg. Du hast überlebt. Oh nein. Das war wohl der letzte. Oh. Das tut mir aber leid. So. Hi. Aha. Hi. Bitte, nicht wehtun. Hi. Nicht schießen! Ist ja okay. Ich könnte hier ein wenig... Habe ich von dem jetzt irgendwas bekommen, das hier aufzumachen? Nein. Wo ist Nick? Der stand doch gerade hinter mir, oder? Keine Ahnung. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Ach, zum Glück. Ich habe keine Lust, hier irgendwie groß was zu knacken. Oh. Mit dem Terminal kannst du die Tür öffnen. Ist ja okay. Oh, Passwort ist eingegeben. Dann machen wir erstmal den Aufzug hier betriebsbereit und dann öffnen wir die Sicherheitstüren. Ähm,
Und jetzt offen, oder? Ja, okay. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Nur, wer bist du? Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Mal sehen, Jenny. Ja, ich habe eine Synth befreit und bin damit auch vollkommen einverstanden, solange sie nicht böse ist. Tja, was sind Lebewesen, ne? Sie kann denken. Sie kann mit mir reden. Sie ist schlau, denke ich mal. Würde ich mal so behaupten. Ein intelligentes Wesen. Die Hölle muss hier irgendwo sein. Und wahrscheinlich kann sie auch fühlen. Sie wirkte ziemlich glücklich. Also ist sie für mich eine Art Lebewesen. Also kann sie von mir aus auch frei rumlaufen. So. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gleich sind. Ob das ein Balkon ist oder wir komplett draußen sind. Ich hoffe einfach mal, dass wir nur draußen sind. Irgendwie balkonmäßig, Dach vielleicht, keine Ahnung. Denn ich will mich ja noch ein wenig umsehen hier. Wir sind ja umsichtig. Der Runnership ist der Schlüssel zur Infiltrierung vom Institut. So, jetzt aber mal ein bisschen hier zügig. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier, sind schon wieder bei 21 Minuten. Aber wir haben es geschafft, in der Folge den Runner zu töten. Also, ne? Das Ziel wurde erreicht. Es ist natürlich ein bisschen ernüchternd gewesen, dass er so einfach war. Einfach VATS angeschmissen. Ein bisschen geguckt. Was war? Irgendwie zweimal geschossen. Normal und einmal dann... Das ist ja mal ein Anblick. Ja, ne? Und einmal mit Crit. Ja, Fallout ist schon, sieht nicht schön, okay. Auf die Entfernung sieht es schon ziemlich schlecht aus, muss man mal sagen. Also das sind ja einfach nur so ein bisschen, ein paar Umrisse mit Farben, ne. Gegen The Witcher grafisch nicht so, ne, die Bombe. Ich habe mal geguckt, also mit, wenn ich The Witcher aufnehmen würde, was ich aber nicht tue. Weil das ist, glaube ich, ein Projekt, was dann doch schon ein wenig zu krass ist, erstens. Und zweitens habe ich halt schon durchgespielt. Es kommt dann dem... Naja, okay, ich will nicht sagen demnächst. Es kommt dann irgendwann noch was. Also ein Projekt ist für Juli schon geplant. Könnt ihr euch selber denken, was es ist. Wenn ihr überhaupt drauf kommt. Wenn nicht, dann lasst euch überraschen, ne? Oder googelt, ist mir dann auch einerlei. Ich würde mich freuen, wenn der da auch einschaltet. Aber ansonsten muss ich auch noch gucken, was ich sonst mache. Nach Fallout zum Beispiel. Wenn ich hier dann so mit Hauptstory durch bin und dann erstmal was anderes wieder anfange. Fallout wird dann natürlich nebenbei noch immer mal wieder was kommen, denke ich. Aber halt so als Hauptprojekt brauche ich dann was Neues. Oh nee, kommst du mit? Wir müssen hier wieder runter. So, und in der nächsten Folge werden wir dann, ja, was machen wir dann? Erstmal gucken. Daten. Tja, wenn ich mal gucke, also, es sieht erstmal viel aus, aber so viel ist es eigentlich dann doch nicht, ne? Hier sind halt so kleine Sachen. Und die richtigen Quests sind halt Sachen finden. Sachen finden. Oh. Ja, das muss man ja nun wirklich nicht machen. Hier diese ganzen Aufträge vom Preston, das ist ja einfach nur Siedlung, Leute töten, fertig. Aus dem Feuer war da auch sowas, oder? Oder können wir nochmal gucken, das sah irgendwie besonders aus. Ja, ansonsten viel gibt es hier dann auch nicht. Und wir haben ja schon ganz paar Aufträge erledigt, ne? Kann man sagen. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.